In Darmstadt ist die Sanierung eines Gebäudes dieser Klasse mit einer gewerblichen Nutzung als Leuchtturmprojekt zu sehen. Das Gebäude war komplett im Leerstand. Wir hatten hier eine Nutzung aus den 60er Jahren. Man könnte schon formulieren, es war stark abgewohnt. Das ist quasi exemplarische Architektur aus der Nachkriegszeit. Und das war uns halt auch wichtig, dass wir bei der Transformation jetzt ins Jahr 2012, 2013 die architektonischen Qualitäten aus den 50er Jahren erhalten. Wenn Sie direkt neben einer Hauptverkehrskreuzung mit Straßenbahn so ein Gebäude betreiben wollen, dann ist, denke ich, jedem klar, dass der Schallschutz nicht ganz ohne ist. Es gab eine ganz klare Reihung von Fenstern, die immer die gleiche Größe hatten. Es gibt jetzt ein freies Spiel der Fensterformate mit unterschiedlichen Mauervorlagen. Das hat auch technische Gründe. Der Schallschutz durch eine Wand ist besser als der durch ein Fenster. Und mit diesen Verhältnissen von Fenster zu Mauer kann man einfach auch was für den Schallschutz tun, aber kann auch diese strenge Optik, dieses sehr regelmäßige auch verändern. Wesentliche Elemente sind eine kontrollierte B- und Entlüftung mit einem sehr hohen Wärmerückgewinnungsgrad von 80%. Wir haben hier noch die alte Heizung drin. Jetzt haben wir aber aufgrund der effizienten Wärmerückgewinnung den Vorteil, dass der jetzige Gewerbemieter eigentlich sogar wollte, dass wir quasi sämtliche Heizkörper hier abstellen. Eine Besonderheit hier ist auch die Nachtlüftung, wo die Fenster dann quasi auf Kipp gehen. Das ist eine kleine Maßnahme, aber das Gebäude bleibt auch in der lang anhaltenden Hitzeperiode quasi konstant und diese Erhitzung ist nicht wie üblich. Und dadurch ist es schon sehr angenehm. Mit 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Es ist nicht nur schöne Welt der Reklameversprechen, sondern es ist realistisch hier halt auch eingetreten.